Hallo an alle und willkommen zurück zu Formel 1 2020 My Team und zwar zur Season 2. Ja, wir starten heute in die zweite Season und wir beginnen hier erstmal mit mit der Auswahl unseres neuen, ja, unseres Teams oder beziehungsweise der Anpassung, wenn man so will. Ich habe hier schon mal einen vorbereitet. Den nehmen wir. Wir machen nämlich blau-orange, ist heute das Motto. Wir nehmen hier erstmal die Lackierungsauswahl vom Auto, ballern die hier drauf, finde ich richtig cool. Teamabzeichen machen wir natürlich auch hier schön in Orange und die Teamfarben müssen wir dadurch natürlich jetzt auch mal noch ändern. Ungefähr, passt es so? Ja. Machen wir mal so, dann würde ich das Teamabzeichen hier auch noch kurz bearbeiten. Mache hier 14 und 14. Annehmen. Zurück. Perfekt. Passt. Und dann nehmen wir als zweite Farbe irgendwie ein Blau. Hätte ich jetzt mal so gesagt. Bisschen dunkler vielleicht. Ja, lassen wir das doch so, oder? Und Schwarz, das passt soweit. Geile Sache. Und jetzt kommt natürlich das Wichtigste. Wir können hier eigentlich noch die Sponsoren anpassen. Fällt mir gerade auf. Können wir nicht. Okay, müssen wir dann extra machen. Wir passen hier jetzt nochmal die Team-Details an. Wir bleiben ja natürlich bei hier Rebuto Racing, aber wir können hier den Sponsor wählen. Und wir haben hier jetzt ein paar mehr Sponsoren zur Auswahl. Und zwar einmal hier, keine Ahnung, wie man es ausspricht, keine Ahnung. Verdienen während einer Saison 300 Konstrukteursmeisterschaftspunkte. 300 haben wir es geschafft. Das haben wir, glaube ich, geschafft, oder? Oder verdienen während einer Saison 100 Konstrukteursmeisterschaftspunkte. Das könnten wir natürlich auch machen. Zielbonus. 15 Millionen, 14 Millionen. Wöchentliches Einkommen. 300 Punkte zu verdienen, wäre natürlich stark. Die Frage, ob wir das schaffen. Wir wählen das erstmal aus und gehen hier auf einen anderen Motor natürlich. Wir haben hier... Oh, schwierig, okay. Oh, das ist jetzt echt schwierig. Performance 100, aber Strapazierfähigkeit nur 77. Oh. Sollen wir gerade beim Ferrari-Motor bleiben? Ja, kacke. Oder gehen wir einfach auf den Renault-Motor und probieren den einfach mal aus. Ich würde sagen, wir... Strapazierfähigkeit 77 ist halt schon ziemlich, ziemlich schlecht. Aber dafür Performance halt 100. Dann würde ich sagen, gehen wir auf den Renault-Motor und bleiben hier, verdienen während einer Saison 300 Konstrukteursmeisterschaftspunkte. Wir haben jetzt ja auch einen besseren Teammate. Ich würde sagen, das lassen wir so. Jawohl, machen wir so. Einfach ausprobieren, komm, wieso nicht? Dann passt doch soweit alles, oder? Charakter haben wir, Teamdetails, Lackierungen, Teamabzeichen und Teamfarben. Ich würde sagen, wir gehen hier auf weiter. Wie viele Rennen fahren wir? 16 Rennen. 22 Rennen ist halt wieder hart. Wir halten die ganze Saison. Ich würde aber sagen, wir gehen auf 16 Rennen. Ist, glaube ich, ganz cool. Australien will ich eigentlich dabei haben. Oh. Ah, shit. Das kann ich gar nicht mehr zurück. Blitz Qualifying. Anführungsrunde raus. Rückblenden. Autoschaden komplett, Safety Car an, manuell Oberfläche Fahrhilfen, passt soweit auch. Kann ich jetzt gar nicht mehr zurück? Ich kann nicht mehr zurück, ach scheiße. Okay, egal, wir haben jetzt 16 Rennen und fangen anscheinend mit dem Grand Prix von Bahrain an. Okay, das ist jetzt echt doof. Das ist jetzt leider echt ein bisschen doof. Naja, was will man machen? Egal, okay. Das ist doof gelaufen. Schade, schade. Ah, ärgerlich. Okay, wir haben jetzt hier aber 7 Tage. 9 Tage. Und wir können jetzt hier auswählen, Strapazierfähigkeit oder Antrieb.
würde sagen, packen wir das da rein. Dann haben wir hier nochmal 10 Tage, glaube ich. Da können wir dann, ja, machen wir Werte des zweiten Fahrers. Und ein bisschen Geld wäre natürlich auch nicht schlecht. Oder hier packen wir das da noch rein. Und das war jetzt echt ärgerlich, dass ich das nicht richtig gecheckt habe mit dem Auswählen. Naja, egal. Wir haben jetzt 16 Rennen. Wird eine Überraschung, welche wir fahren. Ich habe keine Ahnung. Dann gehen wir mal auf Firma. Da können wir immer noch nicht mehr machen. Sponsorings passt soweit noch. Wir werden hier aber kurz mal das Auto noch anpassen. Die Sponsorings ändern. Und zwar werden wir hier natürlich alle weiß machen. Jawohl. Packen wir das da wieder drauf. Das werden wir auch so lassen, aber natürlich auch in weiß. Das werden wir auch so lassen, aber auch in weiß. Dann kommt hier natürlich unser Hauptsponsor drauf, würde ich sagen. Den machen wir natürlich auch in weiß, alles in weiß. Was machen wir da drauf? Machen hier DSB Optics drauf. Auch schön in weiß. Weiß, natürlich. Und die Frage, was wir draufballern. Machen wir das drauf, wieso nicht? Das lassen wir auch schön in weiß. Alles schön weiß. Da machen wir ESB Optics drauf, würde ich sagen. Hier vielleicht unseren Hauptsponsor. Jawohl, das passt perfekt. Ja, das sieht nice aus dazwischen drin. Und hier nochmal, das lassen wir auch drauf. Aber auch in weiß natürlich. Damit soll unser Auto hier erstmal fertig sein. Gehen wir zurück. Charakter passt soweit, würde ich sagen. Jawohl. Mit dem Weiß sieht, würde ich mal sagen, ganz okay aus. Stimmt, wir haben einen coolen Helm auf jeden Fall. Den hier finde ich ganz cool. Auch mit den Farben. Cool gemacht. Die Lackierung habe ich aus dem Internet übrigens raus. Also da habe ich gegoogelt nach coolen Ideen, Livery-Ideen. Und da gibt's coole Leute, die auf jeden Fall mega coole Ideen haben. Und da habe ich die übernommen. Nom finde ich auf jeden Fall cool. Hier können wir nichts mehr investieren. Aber wir können natürlich in die Einrichtung investieren. Und das ist ganz viel. Einmal hier auf Ressourcenpunkterzeugung machen wir hier hoch. Dann haben wir, würde ich sagen, investieren wir mal hier ins Personal überall einmal rein. Marketing können wir auch mal investieren. Überall mal ein Upgrade. Und dann würde ich sagen, gehen wir auf die... Wir könnten hier sogar auf 120 gehen. Ressourcenpunkte. Lohnt sich das? Ich würde sagen, wir lassen das erstmal. Wir gehen hier auf die Bauzeit. Und hier auch die Bauzeit. Hier auch die Bauzeit. Und dann haben wir immer noch was übrig. Hier mal Qualitätskontrolle. 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 Herstellung. Oh. Und hier auch Herstellung. Hier könnten wir auch noch... Okay, es reicht sogar noch. Dann investieren wir hier doch rein. Machen wir so. Dann haben wir jetzt kein Geld mehr. Wir gehen hier auf weiter. Wir haben alles soweit fertig, würde ich mal sagen. Wir sind hier vor Williams anscheinend sogar wieder. Und dann passt das doch soweit, oder? Ja, wir gehen auf weiter. Bekommen hier coole Sachen. Die ganzen Upgrades. Laufende Kosten natürlich. Die neuen Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. Das finde ich geil. Am Rennwochenende werden sie eingebaut. Wenn ich du wäre, würde ich so investieren. Ich würde aber sagen, wir investieren hier erstmal in den Motor rein. Oder? Ach so, hat es gar nicht geupgradet vom letzten Mal. Habe ich nicht das hier geupgradet eigentlich? Komisch, okay. Oder wir investieren hier weiter in die Strapazierfähigkeit.
Ja, das ist ein guter Plan. Für den Anfang erstmal hier rein investieren. Und dann können wir noch mehr machen. Ja, okay, können wir. Machen wir das. Dann gehen wir zur Autovorführung. Und sehen hier unser mega cooles Auto. Schön blau, orange oder mehr oder weniger Bronze, wenn man so will. Und weiß. Auch wenn das Blau da vorne jetzt sehr hell aussieht. Wir gehen auf weiter. Wir bekommen nochmal wöchentlich Ressourcen rein, die wir vielleicht gleich nochmal investieren können. Ja, das sieht gut aus. Das machen wir auch direkt. Mal gucken, ob wir hier noch ein bisschen irgendwo rein investieren können. Da nirgends anscheinend. Dann machen wir hier Qualitätskontrolle. Ja, machen wir Qualitätskontrolle. Bei der Strapazierfähigkeit noch. Und dann geht es hier auch schon rein theoretisch zum nächsten Rennen. Aber wir haben noch ganz viele F&E-Punkte. Was? Ressourcenpunkte? Meine ich natürlich. Ich würde sowas in der Art empfehlen. Ja, dann machen wir das doch. Und da noch rein. Und dann gehen wir zum nächsten Rennwochenende. Das werdet ihr dann jetzt gleich, würde ich mal sehen. Würde ich mal sagen, so im Anschluss. Ich fahre jetzt die Trainingsprogramme noch, das Qualifying und alles, und dann sehen wir uns im Rennen. Geht's jetzt gleich los in die erste Runde in der Saison 2, Season 2, nee, Season 2 was? Zweiten Saison, wollte ich sagen, von Rebuto Racing. Ich bin mal gespannt, wo wir landen werden mit unserem neuen Mitglied Antonio Giovinazzi. Und dann sehen wir uns gleich, wie gesagt, bis, ja, jetzt. Die Zeit für Tests und Trainings ist vorbei. Jetzt wird es ernst. Das heißt, alles oder nichts hier bei Runde 1 der diesjährigen Formel 1 Weltmeisterschaft. Die Formel 1 kehrt heute zu dieser spektakulären Strecke mit 5,4 Kilometer Länge mitten in der Wüste zurück. Es könnte uns ein strategisches Rennen in Sakhir erwarten, denn hier leiden erfahrungsgemäß die Hinterreifen extrem. Es wird also darauf ankommen, wie die Fahrer ihre Reifen managen können. Eine neue Saison, ein neuer Anfang und alles ist möglich. Neben mir sitzt Stefan Römer, um mit mir den Start eines neuen Jahres in der Formel 1 zu kommentieren. Wir erleben gerade die letzten angespannten Minuten vor dem Rennen. Alle machen sich ein bisschen Sorgen um die Verlässlichkeit der Wagen. Denn beim Training waren sie nicht in den heißen Luftverwirbelungen hinter den anderen Autos unterwegs und mussten auch nicht für lange Zeiträume nah an der Leistungsgrenze fahren. Hoffen wir mal, dass es für niemanden eine unangenehme Überraschung gibt. Sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von Pole. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Perez, Albon, Nobuharu Matsushita und ein Wagen des neuen Teams. Sainz, Norris, Leclerc und Daniel Ricciardo. Stroll, Vettel, Pierre Gasly und Ocon. Bottas, Kvyat, Kevin Magnussen und George Russell, Schumacher, Latifi, Giovinazzi und Nyck de Vries. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Ja, und damit willkommen zum Rennen hier. Ihr habt ja vorhin schon gesehen, vor dem Rennen hier jetzt, dass wir ja ein bisschen neues Team erstellt haben, neue Teamfarben haben und so weiter, neuen Motor, einen Renault-Motor fahren wir jetzt ja, haben neuen Sponsor und alles mögliche. Also wir starten hier ganz frisch in die neue Saison rein. 16 Rennen haben wir in dieser Saison, leider ist es ein bisschen gefailt hier mit den richtigen Rennen auszuwählen bei mir, aber egal, wir fahren einfach die jetzt random ausgewählt wurden, wird schon so passen. Und wir fangen hier ja, in Bahrain hier an. Hier fängt die neue Saison an, die zweite Saison. Mit unserem neuen Teamkollegen Antonio Giovinazzi, der
Ja, Antonio, der startet von der vorletzten Position. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier Startschwierigkeiten sind oder ob der auch nicht wirklich besser ist als Mick Schumacher. Aber das werden wir mal alles in Ruhe noch sehen im Laufe der Saison. Wir haben hier auch ziemlich viele Fahrertransfers hier mitbekommen. Valtteri Bottas fährt es für Alfa Romeo, Max Verstappen für Mercedes, Matsushichu, keine Ahnung, ich habe den Namen gerade schon wieder vergessen, der jetzt für Red Bull fährt. Also da gibt es einige Transfers, die hier passiert sind zum Ende der Saison, zum Start der neuen Saison. Ich bin mal gespannt, was die Saison hier bringen wird. Und wir schauen hier jetzt erstmal die Strategie an. 15 Runden passen an Benzin. Wir fahren 14 Runden, 6 Runden Softs, 8 Mediums. Sollte eigentlich, denke ich, auch mal passen. Und dann würde ich sagen, starten wir hier in das erste Rennen rein. Und ja, los geht's. Hoffentlich bekommen wir einen guten Start. Mit unserem Renault-Motor, der hier eine super Performance hat, aber leider keine gute Strapazierfähigkeit. Und Norris schießt hier an uns vorbei. Aber das ist mal uns egal. Mal schauen, ob wir hier an Ricardo vorbeikommen. Wahrscheinlich eher nicht. Oh Gott. Ja, der Renault-Motor hört sich natürlich jetzt hier auch ganz anders an. Neben uns hier Vettel. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die hier alle besser durchkommen, besser weggekommen sind. Ich weiß nicht. Wir hatten auf jeden Fall keinen guten Start. Qualifying auch nur P6, aber naja. Dafür sind wir ja bei der Strapazierfähigkeit ganz vorne dabei. Was uns hoffentlich im Laufe der Saison einen Vorteil gegenüber den anderen Teams bringen wird. Hinter uns fährt jetzt Bottas im Alfa Romeo. Anscheinend wurde sein Vertrag bei Mercedes nicht wirklich verlängert. Nicht wirklich verlängert, natürlich gar nicht verlängert. Ich denke nicht, dass er freiwillig zu Alfa Romeo gegangen ist. Schnellsten ersten Sektor, nice. Ja, diese Saison müssen wir auf jeden Fall mehr auf die anderen Upgrades gehen. Bei der Strapazierfähigkeit sind wir ja jetzt mittlerweile schon sehr, sehr gut dabei. Da sind wir, glaube ich, sogar führend. Aber natürlich bei den anderen Abteilungen sehr, sehr weit hinten. Deshalb müssen wir da auf jeden Fall rein investieren. Aber wir bekommen jetzt ja auch pro Rennwochenende mehr Ressourcenpunkte als in der ersten Saison. Weil wir da ein paar Abteilungen geupgradet haben, was mega gut ist. Deshalb sollte das jetzt auch um einiges schneller gehen. Ja, ich bin wirklich mal gespannt, was die Saison hier so bringen wird. Nachher werden wir uns auf jeden Fall auch mal noch die Strecken angucken, die wir fahren müssen, weil ich da gar keine Ahnung habe, was ich da jetzt automatisch ausgewählt habe oder was automatisch ausgewählt war. Ich muss sagen, die fahren echt hier gut weg vor uns. Nicht schlecht. Auf P11, von P6 auf P11. Auf jeden Fall nicht hier der beste Saisonauftakt, wenn man so will. Nicht der beste ist eigentlich gut, ein richtig schlechter. Habe ich mir auf jeden Fall mehr erhofft, aber okay. Wir gehen jetzt auf die Mediums. Ricardo ist auch in der Box und Sainz auch. Matsushita ist auch in die Box gefahren, ja. Der ist sogar ziemlich weit vorne, holy shit. Wir fährt ein ziemlich gutes Rennen. Okay, stay clear of the white line on the exit. We'll receive a penalty for dangerous driving if you cross over into the track. Ah, hier kürze ich die Kurve irgendwie mal ab. Ich lenke zu früh ein.
Wait. Wir sind auf harten Reifen. What the fuck? Scheiße. Ich hab die falsche Strategie ausgewählt. Oh Mann, das ist gar nicht gut. Aber Ricardo ist auch auf den harten Reifen. Oh, das war jetzt natürlich ein Riesenfail. Ich habe nur die Strategie oben angeguckt, aber eigentlich war die untere Strategie ausgewählt. Ah, fuck. Okay, die Saison fängt nicht gut an. Scheiße, scheiße. Aber hey, wir können es auch positiv sehen. Die Saison kann nur besser werden. Ja, das war jetzt natürlich richtig dumm. Antonio is in the pits. Antonio in the pits. Gerade noch Kontakt mit Ricardo gehabt, bisschen angeschoben, aber egal. We're trailing our teammate by 9.4 seconds. Oh Gott. Bin fast schon wieder gedreht. Ich merke gerade, dass ich in der letzten Saison gar nicht auf harten gefahren bin. Kein einziges Mal. Aber die harten sind jetzt ja auch einfach dumm. Und wir drehen es schon wieder. Das gibt's nicht. Es gibt es nicht. So ein schlechter Saisonauftakt hätte ich jetzt nicht erwartet. Copy. Ja, wir gehen jetzt rein. Werden wir sogar von Russell überholt, von dem Williams. Oh Mann, scheiß. Ach, ärgerlich. Auch noch die falsche Strategie ausgewählt. Das gibt's doch einfach nicht. Okay. Ah, Flügelschaden reparieren, das wollen wir natürlich. Ich hoffe, der macht das. Aber ja, hat er selber die Strategie vorgeschlagen. Ja, nice. Was soll ich sagen? Scheiß Rennen. Schlechtester Saisonauftakt, den wir, glaube ich, jemals hatten. Okay, wir hatten bis jetzt auch erst einen Saisonauftakt. Ach Mann, das gibt's doch einfach nicht. Ah, scheiße. Das ist echt ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Jetzt reagiert meine Bremse wieder nicht. Also ich würde sagen, Magnus, bekommen wir noch. Und Lewis Hamilton gewinnt hier das erste Rennen, den Saisonauftakt in Bahrain. Wir kommen hier mit dem 18. Platz nach Hause. Ach, Mann, Mann, Mann. Sehr erniedrigend, ernüchternd, das Ergebnis hier. Wäre so viel mehr drin gewesen. Mann, Mann, Mann. Ja, scheiße. P18 von P6. Und Fahrer des Tages ist Lance Stroll geworden. Mann, das gibt's doch nicht. So schlecht. Ein historischer Sieg geht heute auf ihr Konto. Das hat das Team von Mercedes super gemacht.
Stefan, sag mir, was hat Ihnen heute dabei geholfen, diesen Erfolg zu verwirklichen? Das war ein echter Teamsieg. Sie hatten eine solide Strategie, die gut an die Bedingungen der Strecke angepasst war. Der Fahrer hat alles getan, was von ihm erwartet wurde, um den Plan des Teams perfekt umzusetzen. Ein glänzendes Beispiel dafür, dass das hier ein echter Teamsport ist. Mercedes ist wieder in Topform nach einem exzellenten Rennwochenende. Es ist großartig, das Team wieder einmal auf dem Podest zu sehen. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Lewis Hamilton übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der WM. Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Für mich ist es Lewis Hamilton. Der mehrfache Weltmeister mag an diesem Punkt eine langweilige Wahl sein, aber man kann nicht bestreiten, dass er den Titel verdient hat. Nichts gegen die Wahl der Fans, das wäre durchaus gerechtfertigt. Aber ich finde, meine Wahl hatte ein kleines bisschen mehr zu bieten. Was hier den Unterschied gemacht hat, war die Fähigkeit, ruhig zu bleiben und am Ende so stark abzuschließen. Zumindest meiner Meinung nach. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Mercedes hat die Führung in der Rangliste übernommen. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, das war natürlich ein starkes Wochenende auch für Red Bull hier, die ja auf dem Treppchen sind. Matsushita und Albon. Matsushita, ja, muss ich noch lernen auszusprechen. Wir sind hier auf Platz 9 hier aktuell in der Konstrukteursrangliste und in der Fahrerrangliste auf 16, nee, auf 18. Antonio Giovinazzi ist hier auf 16, ja. Erste Rennen war sehr, 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 sehr schlecht von uns gefahren. Also wirklich ganz schlecht. Antonio Giovinazzi ist noch von 21 auf 16 gefahren, wir von 6 auf 18. Aber wir haben natürlich noch die schnellste Rennrunde rausgeholt. Naja, ich hoffe, das nächste Rennen wird besser. Wir gehen hier aber erstmal weiter. Ich bin mal gespannt, ob wir noch Fragen beantworten müssen. Oh ja, müssen wir. Großartige Leistung da draußen. Was für eine großartige Leistung. Sind recht zufrieden damit. Nein, bin ich nicht. Ist angesichts ihrer Leistung sicher völlig außer sich. What the fuck? Vielleicht, aber wir dürfen nicht selbst zufrieden werden. Also ich bin gar nicht zufrieden. Ich weiß nicht, was die hier hat. Der Kollege war heute schneller. War heute einfach nicht ihr Tag? Er hatte das Chassis super im Griff. Ich muss herausfinden, wie er das geschafft hat. Er hat es hat heute einfach auch das letzte bisschen aus unserem Triebwerk herausgeholt. Definitiv. Danke für den Kommentar. Tolles Wochenende, oder was hat sie gesagt? Alter, ich weiß auch nicht. Ja, wir haben hier unseren Rivalen, Valtteri Bottas, den ich nach dem Training oder vor dem Qualifying, nach dem Training oder nach dem Qualifying auswählen durfte. Ja, 3:3 steht es jetzt. Er ist ein bisschen besser gefahren als wir. Wir haben von den Sponsoren nichts bekommen, holy shit, fast nichts. Dafür keine Abzüge für Schäden bekommen, auch nicht schlecht. Och man, das war einfach nicht unser Rennen heute, nicht unser Tag. Ich hoffe, das nächste Rennen wird dann besser. Ich bin mal gespannt, wo es hingeht. Wahrscheinlich nach Vietnam. Ja, geht's nach Vietnam. Wir können hier jetzt aber erstmal noch Aktivitäten auswählen. Und da würde ich sagen, gehen wir hier Schwerpunkt Triebwerk. Und machen hier... Teamaufbau, Triebwerk und... Gewichtetraining für den zweiten Fahrer. Und dann gehen wir noch auf den F&E-Baum. Und schauen mal, was hier uns vorgeschlagen wird. Das Monocoque-Struktur, Großgewichtsreduktion. Beim Chassis, ich würde sagen, investieren wir da rein. Dann können wir da noch was machen. Ja, können wir sogar. Ja, okay, investieren wir da rein. In die Luftleitbleche. Zwar ein kleines Upgrade, aber trotzdem ein bisschen was. Bringt was. Ja, definitiv. Perfekt. Investieren wir da weiter rein. Dann, passt das hier soweit alles noch eigentlich? Ja. F&E, Verlauf, ja, wir sind hier wieder vor Williams anscheinend. Hat sich da was geändert? Oh, Red Bull ist vor Mercedes. Dann kommt Racing Point, Ferrari, McLaren, Renault, Alfa Tauri, Alfa Romeo, Haas. Wir und Williams, okay. Da hat sich ein bisschen was getan. Bei einer Einrichtung können wir noch nichts rein investieren. Dann würde ich sagen, gehen wir hier einfach weiter. Und wir haben hier anscheinend auch schon
ein Einladungsevent. Am Wochenende sollten wir eigentlich ein paar neue Teile erhalten, aber einige haben es nicht durch die Qualitätssicherung geschafft. Denk daran, auf dem F&E-Bildschirm festzulegen, was neu entwickelt werden soll. Ja, das mache ich. Aber wir gehen hier erstmal zum Einladungsevent. Das fahre ich jetzt kurz und dann sehen wir uns gleich wieder. Gut, ich habe das Einladungsevent abgeschlossen. Wir haben $150.000 bekommen und 1.000 Ansehen. War ich ganz gut. Hat Spaß gemacht. Wir gehen hier aber jetzt auch direkt schon mal auf weiter und hoffen mal, dass wir hier, alles... Ah, wir haben noch gar keine Upgrades mehr. Okay. Aber wir haben 700 Ressourcenpunkte nochmal drauf bekommen. Das heißt, wir können da noch rein investieren. Ja, in die Strapazierfähigkeit könnten wir eigentlich rein investieren. Ah, das ist schon wieder fehlgeschlagen. Das ist sogar schon in der letzten Saison fehlgeschlagen, das Upgrade. Okay, aber egal. Investieren wir hier rein. Diesmal kann es eigentlich nicht schief gehen. Und, haben wir noch irgendwas Besonderes bekommen? Ich glaube nicht. Wir bekommen insgesamt jetzt 560 Ressourcenpunkte pro Woche, was richtig gut ist, aber natürlich kostet es auch mehr Betriebskosten. Aber gut. Ich würde sagen, das war's für heute mit der Folge. Wir haben hier, ja, neue Lackierung ein bisschen neue Lackierung jetzt diese Saison, Saisonauftakt gemacht hier in Bahrain. War leider, ja, sehr, sehr, sehr schlecht. Aber gut. Was wir machen. Ich hoffe, nächstes Rennwochenende wird besser in Vietnam. Leider eine Strecke, die ich nicht so wirklich gut kann. Aber wir hoffen mal, dass es einfach besser wird als jetzt hier in Bahrain heute. Ich hoffe, euch hat es trotzdem Spaß gemacht. Wenn ja, würde es mich natürlich wieder wie immer freuen, wenn ihr meinem Kanal ein Abo dalassen würdet. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder dann in Vietnam. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.